Willkommen zurück zu Ghosts and Goblins. Ich hoffe, ihr seid bereit für weitere Sterberunden. Ich nehme ihn nicht. Aber das ist egal. Das wird schon. Das wird total super. Hoffe ich. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Ach, Level 3. Ich bin ja hier, Schweinebacke. So, es fängt an mit jede Menge Batmans. Wo wir immer nach links hingehen. Uns ducken. Und Zombies sind auch wieder da. Ist das nicht toll? Ja. Und natürlich wollen wir nicht die Fackel. Definitiv nicht. So. Und dann gehen wir hoch. Weil ich es kann. So, das Ding können wir haben. Das ist einfach nur irgendwelche Punkte und so. So, wir werden hier auch, da sehen wir schon, neuen Gegner kennenlernen. Tower Monster oder was heißt das, ja? Tower Devil meinetwegen auch. Den kann man nur angreifen, wenn er halt rot schimmert. Das ist aber auch dann der Punkt, wenn er einen Angriff vollführt. Und das ist quasi eine Bowlingkugel oder sowas, die halt von sich wegschießt. Total Töfte. Okay. So. Okay. So, hier haben wir, glaube ich, dann den Checkpoint-Bereich. Das hier ist eine Frog King-Statue. Die so, wie sie jetzt da ist, im rot-weiß leuchtend, relativ irrelevant ist. Hier haben wir einen roten Devil, den haben wir schon kennengelernt im ersten Level. Wir versuchen die halbwegs umgehen, indem wir sie angreifen, weglaufen. Ein paar Sekunden warten. So, und dann gehen wir weiter. Laufen wir jetzt weg. Und die mögen wir nicht bekämpfen. Überhaupt und gar nicht. Davon gibt es hier mehrere in dem Level. Ja, ach komm. Okay. Nein, nein, nicht die Burritos. Ich will kein Burrito. Sounds auch. So, hier in der Nähe haben wir nochmal einen roten Devil. Da. Versuch den. Ebenfalls. Nein, der geht direkt auf uns. Nein. Er soll ja mal in die andere Richtung. Aber egal. Gut, ist wie es ist. Bitte warten. Das kriegen wir irgendwie gebacken, hoffe ich. Wenn nicht, ja, dann habe ich mein Bestes gegeben. Also wir sind auf jeden Fall weiter, als ich in dem anderen Let's Play-Versuch war. Die Dinger zu bekämpfen ist ein Graus, wirklich. Ich mag die nicht bekämpfen. Die sind so scheiße. Und halt dadurch, dass du halt einen sehr steife Charakterkontrolle hast. Schwierig. Schwierig. So, haben wir Flattermaus hier, so. Oh, komm. Das ist nicht wahr. Ihr seht es, wie scheiße es ist, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich den ersten Red Devil da im ersten Level geschafft habe. Aber das kriegen wir trotzdem irgendwie gebacken. Auf jeden Fall geil, so lustige Sterbe jetzt weiter. Yay! Ich freue mich nicht mal ansatzweise. Also ja, schon irgendwie, aber auch irgendwie nicht so, weißt du? Ach, ich weiß auch nicht. So, Flattermaus, zack. Ihn da. Kannst du dich in eine andere Richtung einmal fliegen? Ist zu viel verlangt? Alter. Ihr seht es, ne? Was er für einen Angriff halt einfach macht. Und so schnell. Und so. Theoretisch muss ich dann in die Richtung laufen, in die halt. Von der aus er kommt. Aber dann ist halt der Schuss von ihm auch im Weg. Aua. Ja, auch wieder. Es ist furchtbar, diese Viecher zu bekämpfen. Und wir müssen den einen oder anderen bekämpfen. Es geht nicht anders in dem Spiel. Aber eigentlich kann man hier am Anfang des Spiels schon so ein paar... Am Anfang des Spiels. In dem Level und so. Ein paar umgehen. Aber irgendwie funktioniert das nicht ganz so gut, wie ich mir vorstellen würde. Yeah. Alter!
Einfach von Speed aber auch halt auf einen zukommen, ne? Total Töfte. Ich freue mich. Also nochmal. Ich sage, es sind die schwersten Gegner im Spiel. Und ja, bisher habe ich das Spiel einmal durchgespielt in meinem Leben mit jede Menge Safe States. Also ich habe es tot gesafe state. Einfach, um es gemacht zu haben. Deswegen weiß ich halt auch so einiges im Spiel. Bitte warten. Kriegen es vielleicht irgendwie gebacken? Ja, leider treffe ich ihn da nicht, ne? Also da werden halt dann irgendwann die Dolche zerstört. Das ist ein bisschen blöd. Alter. Oh, wir haben den ersten Tod. Von vier oder sowas, die wir hier begegnen. Das heißt, das werde ich weiterhin nicht so gut überleben. Einen gibt's, den muss man auf jeden Fall beseitigen, sonst hast du den im Bosskampf. Muss nicht sein. Ja. Yeah. Okay. So. Dass er immer hier hinläuft. Kannst du nicht woanders hin? Es ist doch nicht wahr. Er soll aus dem Bildschirm raus, damit wir ihn dann halt wegschießen können. Ist so. Ist jetzt nicht wie bei Ninja Gaiden, wo du halt dann Gegner halt aus dem Bildschirm entfernen kannst. Leider. Aber so halbwegs geht das. Irgendwie. Und der ist weg. Doch, komm. Kommt da einfach so ein scheiß Burrito-Geist. Ich hasse es. Irgendwie. Manchmal. Manchmal mehr, manchmal weniger. So. Ja, ich habe versucht, irgendwie weiterzugehen und versuchen, dann irgendwie zum Gehen oder halt an ihm vorbeizulaufen quasi. Hat nicht so gut funktioniert. Um es nett auszudrücken. Es hat nicht so gut funktioniert. Ich habe keinen Plan, wie man die vernünftig besiegen soll. Wirklich nicht. Bitte warten. Oh shit. Es ist doch nicht wahr. Okay. Auf ein neues. Können wir das schaffen? Ja, ich weiß noch nicht, ne? Boah, wieder ein Fehler von vorhin gemacht. Das ist nicht wahr. Dann manchmal denke ich, ich bin einfach nur scheiße. Manchmal weiß ich das aber auch. Okay.
No. Ich hab's geschafft, ohne getroffen zu werden. Was da los? Mammut Pro Gamer? Wow. Da hatte ich mehr Glück als Verstand. Mammut Pro Gamer? Okay. So, ach komm, da kommt schon wieder der scheiß Burrito. Alter, willst du mich verarschen? Jetzt weg? Ich glaube ja. Es gibt's nicht. Der Anfang sah gut aus und dann ging's bergab. Wow, wie habe ich das gemacht? Was habe ich gemacht? Wie habe ich gemacht? Wo habe ich gemacht? Ich schwör. So, denk dran, gleich Burrito-Geist. Ja, ja. Ja. So weit waren wir noch nie. Das war knapp. Ja, der ist durch mich durchgegangen. Ist halt ein Geist, ne? So, wir können hier hoch. Dann erscheint hier so eine Bockstatue, die für Punkte halt gut ist, aber mehr halt auch nicht. Hier kriegen wir eine Rüstung, weil wir halt da an die Ecke von der Wand gesprungen sind. Dann gibt es hier diese tollen Fensterteufel wieder. Und ihn ja nochmal. Ist doch nicht toll. Ich hasse ihn unendlich sehr. Und es gibt hier keinen weiteren Checkpoint. Weiß Bescheid. Okay. Dann halt nochmal. Dann wird schon. Irgendwie. Ich glaube, ich schoss. Nehmen wir Batman. Genau. Ja, komm. Okay. Dann wird da vielleicht ein Schuh draus. Oder auch ein toter roter Dämon, je nachdem. Weg. Diesmal dran erinnert, ja, ne? Burrito Time. Ich hasse diesen Sturzangriff von ihm, ne? Ich hasse ihn. So unendlich sehr, dass ich gar nicht weiß, wie ich das ausdrücken soll. So sehr hasse ich es. Okay. Habe ich da ein Muster erkannt, dass der quasi, wenn ich halt nichts mache, dann erstmal halt irgendwie auf mich zuläuft? Ja, eigentlich ganz praktisch. Also nicht panisch halt irgendwie ihn angreifen, sondern... Okay. Dann können wir das vielleicht zu unserem Vorteil ausnutzen. Die Sache ist halt nur, hier bei den Treppen ist schwierig, seinem Sturzangriff da aus dem Weg zu gehen, ne? Jetzt, ja gut, das ist okay. Damit komme ich noch klar.
Aber wenn wir jetzt tatsächlich eine Taktik haben gegen die roten Teufel, dann ist fast schon Wurst. Weil dann haben wir hier tatsächlich irgendwie vor. Oh, Schreck. Betonung auf irgendwie. Na, schlecht. Ja, schlecht. Das war doof. Aber vielleicht machen wir trotzdem Fortschritt. Bitte warten. Gib mir Mühe, ich gib mir Mühe, ich gib mir Mühe. Irgendwie. Ja, dann halt nicht. Okay. Na. Ja. Okay. Burrito Time. Ja, ja, ja. Ich arbeite dran. So, Burrito auch weg. Boah. Bei diesem Angriff, ich weiß nicht, was ich da machen soll, ne? Überspringen ist ja auch doof, da springe ich halt in ihn irgendwie immer rein. So gefühlt nehme ich dann auf jeden Fall einen Hit. Meistens. Irgendwie. Besonders bei diesen Treppen, wo du halt dann irgendwie dann auch runterfällst und so. Alles, alles furchtbar hier. Alles. Dann wenn wir ihn so haben, okay. Einmal draufbolzen, fertig. Aber erstmal hinkriegen, weißt du? Den ersten Angriff überstehen. Ich glaube, ich schaff's. So, oh, okay. Ja, siehst du. Das ist das. Ich habe versucht, halt über ihn rüber zu springen. War nicht so gut. Vielleicht klappt das, wenn ich halt stehen bleibe und über ihn rüber springe. Auch dann. Weiß nicht. Es muss ja einen Trick geben, wie du halt diesen Angriff vernünftig ausweichen kannst. Den Sturzangriff von ihm, weißt du? Also nicht. Doof. Wir kriegen das hin. Die Frage ist halt nur, wie lange es dauert. Wenn es auch eine Stunde dauert, wie die letzte Folge am Postmann. Okay, aber wenn ich ihn wirklich angreife, bevor er diese Laufanimation da macht in der Luft. Dann fliegt er halt dann zurück und macht seinen nächsten Angriff. Okay. Also einfach geradeaus hochspringen ist nicht. In seine Richtung rüberspringen wahrscheinlich dann auch nicht. Ich glaube, er hat halt dann so eine Höhe. Kann auch an der Treppe halt jetzt liegen, ne, und so. Keine Frage. Ich glaube, er hat so eine Höhe, wo ich halt nicht drüber springen kann. Das ist mega nervig. Ja, alles klar. Das war nichts Halbes, nichts Ganzes. Ja, so wird das leider nichts. Blöderweise.
Okay. Also interessant, weil er den Dash über mich rüber gemacht hat und ducken. Aber ich glaube, das ist halt sowas nur, weil wegen Treppe vielleicht. Versuche halt irgendwie eine Lösung für mich zu finden, weißt du? Aber so werde ich keine Lösung finden, wenn ich schnell sterbe. Aber es muss ja eine Lösung geben für mein Problem. Nee, Wind. Ducken ist nicht das Problem. Aber nicht die Lösung. Zumindest nicht hier. Ich weiß doch nicht mehr, was ich tun soll. Ich bin ein bisschen verzweifelt. Ihr merkt es. Ja, das war doof. Ich habe zu ihm geschossen. Das wollte er natürlich nicht. Wie gesagt, es gibt hier 3, 4, 5 von diesen Viechers. Braucht da eine Lösung. Er hat auch so manchmal das Gefühl, als, oder ich habe das Gefühl, er würde halt jedes Mal irgendwie anders halt so ein bisschen in den Winkel halt anschlagen oder halt dann rumfliegen und so. Das ist doch scheiße, ist das. Macht mich aggressiv, wirklich. Weil ich da kein vernünftiges Muster drin erkennen kann. Ja, auch wenn ich in seine Richtung rüberspringe, wird das auch nichts. Doch, komm, da hat er noch was gefeuert. Gibt's doch nicht. Wir hängen hier die erste halbe Stunde gleich an den ersten Gegnern. Na gut, wir haben ja Checkpoint erreicht. Ja, aber trotzdem, du weißt, was ich meine. Okay. Wie ist denn das, wenn ich den am Anfang nicht angreife, sondern mich nur nähere? Hat er auch Walkie-Walkie? Macht er trotzdem den Angriff. Halt am Anfang macht er ein bisschen rumlaufen. Ja, okay. Also um das jetzt hier vernünftig, ohne groß durchzusafestaten, lösen zu können, glaube ich, muss mir da mal Internethilfe holen, um zu schauen, so wie macht man diese Viecher vernünftig? Weißt du, was ich meine? Anscheinend klappt das ja auch im Moment nicht, dass ich die halt aus dem Screen halt rauskriege. So. Na, wo ist Burrito?
Burrito nicht da? Burrito habe ich schon? Ich weiß es nicht. Das ist ja der eine Burrito, der da immer kommt. Nicht der hier, sondern der andere. So, das ist das. Vorsicht vor Gegner. Okay. Mal Rüstung gespawnt, genau. Oh Gott. Okay. Es ist nicht machbar. Es ist nicht machbar, über das Vieh rüber zu springen. Den sind wir umgangen. Jetzt haben wir aber das Problem. Hier haben wir einen, den wir nicht umgehen können. So, berühren wir diese Statue, verwandeln wir uns in einen Frosch. Und danach ist Bosskampf. Der Anfang sah gut aus. Ich mach dann hier mal einen Cut. Ich muss gucken, wie springt man über diesen Scheiß halt rüber. Also, bis gleich. So, nach einem kurzen Päuschen geht's jetzt weiter irgendwie. In der Hoffnung, dass ich das irgendwie hinkriege. So, ich habe mir jetzt auch ein bisschen was angeguckt von anderen, die das Spiel gespielt haben. Ich versuche diese Moves dann zu adaptieren. Das wird nie funktionieren bei mir. Ich kenne mich ja, aber wir schlagen uns da schon irgendwie durch. So. Und viele machen halt dann währenddessen, während er diesen Angriff macht, dann im Sprung schießen ihn an. Das habe ich jetzt teilweise geschafft, teilweise nicht. Es ist eine Herausforderung. Aber eigentlich würde ich ja schon zusehen, dass wir ihn so weit hinkriegen, dass er einfach auf uns zuläuft. Scheiße. Vergessen. Naja, so ist das manchmal. Manchmal vergisst man Dinge. Wenn man unkonzentriert ist und sich eigentlich auf andere Dinge fokussiert. Alter. Also auf jeden Fall kann man nicht von ihnen weglaufen, weil sobald sie halt im Bild sind, bleiben sie in der Regel im Bild. Das Einzige, was man manchmal machen kann, ist ihn aus dem Bild halt rausglitschen. Alter. Aber es klappt wohl auch nur manchmal. Eher schlecht als recht. Wie wir schon mehrfach unter Beweis gestellt haben. Ja, am Anfang ging das ja auch noch mit dem ersten so von wegen so kurz anhauen und dann links es halt rüber. Und dann nicht mehr. Okay. Den haben wir solide erledigt. Dass wir die anderen auch in der Richtung halt hinkriegen. Burrito, ja, komm. Der. So. Der zweite. Ich schaff's. Okay. Also viele machen das wirklich, dass sie halt
von ihm wegspringen. Oh, oh, okay. Den zweiten geschafft, ohne getroffen zu werden, ist der Wahnsinn. Gott. Mein Fokus so auf diese scheiß roten Teufel, dass ich dann halt vergesse so, ach warte, es gibt ja auch noch andere Gegner in diesem Spiel. Na komm. Da dachte ich so, ich kann halt die Rüstung hier aufheben für wenn wir getroffen werden vom roten Teufel, aber nö. Ja, toll. Oh, das war zu früh. Es war zu früh. Einfach zu früh. Ich glaube, ich schaff's. Ich mache ja irgendwie Fortschritte. So ein bisschen. Wenn ich konzentriert bin und so. Aber nur so ein bisschen. Ich bin heilfroh, dass dies ein Spiel ist, die nicht Game Over gehen. Ne? Sprich, komplett neues Spiel starten und so. Da bin ich schon heilfroh. Ja, also andere Spiele, irgendwie sind da ja schon anders. So, Nummer 2 bitte. Sehr gut. Weiter so. Aus mir wird noch was. Was genau weiß ich selber nicht, aber es wird was aus mir. Warum wir hier die Leiter nicht hochgehen, ist auch ganz einfach. Wir begegnen einem weiteren roten Teufel, dem wir nicht begegnen wollen. Simpel, oder? Wir wollen nicht. Also machen wir auch nicht. Okay, das war sehr gut. Der zweite, der dritte rote weg. Wuhu. So. Einmal hier in die Tiefe sprengen. Und jetzt nochmal auf ihn hier. Oh, keine Frog-Statue, okay. Okay. Nein, die Waffe wollen wir nicht. Wir wollen zum Boss. Oh je. Und da ist auch schon ein Drache. Der auch sich doof bewegt und so. Und den wir, keine Ahnung, 5-mal an den Kopf treffen müssen. Die anderen Teile können wir auch treffen, aber er schießt auch. Okay. Denselben Scheiß nochmal. Denselben Scheiß nochmal. Eigentlich auch ganz gerne, wenn ich immer am Anfang direkt 2 Hits halt reindrücke, dann brauche ich, wenn er halt auf mich zuläuft, nur 2-mal treffen. Aber es klappt manchmal mehr, mal weniger gut. So. Nummer 2. Von ihm wegspringen, weißt du? Das ist so das, wo ich gefühlt das schon mal gemacht habe und dachte so, ja, nee, das wird nichts. Ist tatsächlich halbwegs effektiv. Und irgendwie faszinierend. So. Hier die
kleinen Dämonen da. Weg damit, sehr gut. Ja, komm. Ich werfe jetzt wieder zu früh, aber es ging tatsächlich ganz gut aus. So. Hinunter in den Abgrund des Todes. Okay. Ja, gut. Ich würde jetzt so gerne Safe State setzen, ne? Ja, Kacke. Na, ich hätte rüberspringen sollen. Hätte Fahrradkette. Okay, dann nochmal. Okay. Okay? Okay. Nein, ich bin nicht konzentriert. Nein, bin ich nie. Spülmittel ist konzentriert. Ich bin nicht konzentriert. Nie konzentriert. Nie. Und ihr seht, ne? Weil ich halt einfach nur gesehen habe, wie andere diesen Gegner bekämpfen, komme ich halt automatisch besser damit klar. Und halt mich. Na gut, ich hatte das jetzt schon mehrfach gesehen, ne? Also. Speedruns und so zum Spiel habe ich schon so häufig gesehen, aber halt so explizit auf so Kleinigkeiten halt geachtet. Also Kleinigkeiten, wie einen speziellen Gegner zu beseitigen. Mach ich halt erst, wenn ich es halt wirklich brauche. Och komm, was soll denn das jetzt? Wir hätten die besten Freunde sein können. Tod. Durchatmen. Alles wird gut. Wir kriegen das irgendwie gebacken. Wir kamen ja auch beim Drachenkampf gerade eben auch schon eine Ecke weiter. Oh, Kacke, was habe ich denn da gemacht? Das Spiel würde irgendwann kurz so zusammenkommen. Lass mich sterben. Zu Thema, ich bin konzentrieren. Nummer 1. Burrito incoming. So, Bowling-Kugelturm. Nur angreifbar, wenn rot, ja, ja. So, Burrito in-Turm. So. Nächster, der zweite auf meiner Liste. Warten, nicht zu früh, genau, okay. Wäre ich beinahe reingerannt, weil ich ihn vergessen habe. So.
Oh, komm. Manchmal fühlt man sich auch nur verarscht. Warum treffe ich manchmal und manchmal nicht, weißt du? Okay. Und wieder hinunter. Okay. Auf ein neues. Gegen Mr. Drache. Oh mein Gott. Wir haben's. Wir haben's. WTF. Oh. Okay. Es wird von hier aus nicht sonderlich viel einfacher. Aber hey, wir haben es geschafft. Oh. Hier auf den Wolken kann man ganz toll reiten und in den Abgrund fallen. Ich dachte eigentlich, dass die eine Wolke mal so langsam mal zurückkommt, aber nö. Und soll die denn zurückkommen? Nö. Aber nur weil wegen nö. Okay. Dann werde ich von einer Wolke zur anderen transportiert. Bis hierhin ist es noch okay. Und dann nicht mehr. Ich hab's versucht. Ich hätte mich aber runterfallen lassen sollen. Nun gut. Nein. Ja. Näher. So, hier. Ist hier der Wolkentransport? Jo. Ich war nicht. Ja, hier kann man extra Leben holen, aber ich finde extra Leben in diesem Spiel eher so. Meh. Weil lohnt sich nicht, weil. Du startest eher am Checkpoint und so. Weißt du, wie ich meine? Wie komme ich jetzt hier weg? Dann muss ich jetzt hier zurück und dann hoch. Und dann gucken, wie ich gescheit weiterkomme. Okay. Hoffen, dass die Wolke mitspielt hier. Ja, okay, dann nicht. Also das mit X, das war wohl nix. Ich gebe mir die Zeit aus, weil ich hier nicht von Wolke auf Wolke komme. Okay. Ja, okay, dann nicht. Merke, die Wolke kommt dann auch über die Plattform hinweg. Also bei mir ist jetzt schon eine Menge an Last abgefallen, weil ich habe Level 3 geschafft. Mir schwant Übles, wenn ich an Level 6 denke, ne? Aber hey, Level 3 ist schon weg. Schon. Nach wie vielen Minuten? 40 oder so? Okay. Ansatz mit X, das war wohl nix. Und später. Was machen hier unten eigentlich solche Wolken? Dunstwolken, Nebelwolken, keine Ahnung.
Ja, wieder daneben. Es ist doch nicht wahr. Ich hoffe, ihr habt beim Discounter mitgezählt. Damit sich das dann lohnt. Ich hätte keinen Tod, während ich Pause gemacht habe. Also, weil ich habe dann nicht gespielt. Ich habe halt wirklich nur bei anderen geguckt. Und es hat ja auch geholfen. So, komm, nein! So, wo ist die Brücke? Da. So. Sagen, die kann mich doch einfach abholen, aber nein, warum denn auch? Wäre ja zu einfach, ne? Dann dürfen wir jetzt wieder auf den anderen Wolkenexpress warten, das ist ein bisschen nervig. Und ich sage, ein bisschen mache ich eigentlich schon ziemlich sehr. Bitte warten. Das ist halt jetzt anders schwierig. Nicht weil wegen Gegner, sondern weil wegen Plattforming. Ha, getroffen. So. Bleiben wir hier, warten. Auf die Wolke. Und jetzt kommen wir weiter. Und haben hier halt auch wieder so einen Red Devil. Allerdings erreichen wir hier jetzt einen Checkpoint und können damit das ganze Ding dann umgehen. Ein bisschen. Ich laufe und laufe und laufe und laufe und laufe. Oh Gott, ich laufe und laufe und laufe und laufe und laufe und laufe und und ich laufe. Nur ich bin ein Frosch. Ich bin in. Aber wir sind jetzt weg vom Red Devil. Wir starten nämlich hier direkt an der Lavafütze. Ist das nicht toll? Mm, schön. Und nach der Brücke ist dann halt auch wieder direkt Boss-Time. Also dieses Level ist tatsächlich machbarer. Nur halt diese kleinen Teufel hier, die sind halt auch schon ziemlich nervig, weil ich sie nicht treffe. Einfach nur, weil ich sie nicht treffe. Wohin durchlaufen war, glaube ich, auch nicht verkehrt, oder? Probieren wir nochmal durchlaufen? Wir probieren nochmal durchlaufen. Durchlaufen klappt manchmal. Zwischendurch halt nur an den Lavafontänen so ein bisschen gezielt springen und so. Ich laufe und 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 springe und springe und laufe und laufe. Und springen und springen. Oh, okay. Nein, oh, da hätte ich nur durchlaufen sollen. Okay, merke, die zweite Lavafontäne ist ein bisschen tricky. Nicht unmöglich, aber ein bisschen tricky. Ich laufe und 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 springe und springe und laufe und laufe. Okay. Ja, wieder derselbe Fehler wie vorhin auch. Okay. Oh, gar nicht gegenspringen, nein. Nur durchlaufen. Oh, scheiße. Lauf! Und hier haben wir den nächsten Drachenkampf. Oh Gott. Manchmal klebe ich so ein bisschen am Boden, so gefühlt. Das nervt sehr. Das nervt wirklich sehr. Aber hätte ich meine Rüstung nicht bei der zweiten Lavafontäne schon wieder verloren?
Hätten wir eine Rüstung gehabt. Wir haben sogar auf dem Weg den einen Red Devil auch noch erledigt. So nebenbei. Weggefrühstückt, weißt du? Als wäre ich hier voller Pro-Gamer. So habe ich das gemacht. Ich schwör. Oh, das war gut. Nein, oh, das war wieder schlecht. Das war wieder nicht so gut. Hast du wieder gut gespielt, Mammut? Okay, dann hätte ich aber weiterlaufen sollen. Wäre in dem Fall vielleicht besser gewesen. Also habe ich es, glaube ich, vorhin auch einmal gemacht, ne? Einfach direkt weitergelaufen. Über mich hinweg gedodged. Konzentration. Ha! Erwischt. Penner, Drecksack, Elendiger. Ich würde gerne wieder selbst sitzen. Aber ich mach's nicht. Hallo? Hallo, Drache? Wo, Drache? Oh, Drache! Drache weg? Drache hat keinen Bock. So kann ich aber nicht spielen, ne? Wenn Drache nicht da ist, doof. Weißt du, jetzt bin ich vorbereitet. Und dann sowas. Komm, wir nehmen jetzt einfach mal das. In Ordnung, wir triggern dadurch, dass jetzt hier irgendwie was anderes passiert. Ich kann ja so nicht mal sterben, ist ja kein Gegner da. Jetzt. Oh, ja, jetzt. Okay. Keine Ahnung, was der gerade für ein Problem hatte. Oh, komm. Nur noch der Kopf, nur noch der Kopf. Ha! Und jetzt kommen die letzten zwei scheiß schweren Level. Die gucken wir uns dann an. In der nächsten Folge von Ghosts and Goblins. Das wird total super. Total töfte. Ätzend wird das. Also, bis dann. Ihr seht schon, das wird toll. Auch die Dinger da. Fang jetzt an, die Dinger zu werfen. Es ist total töfte. Das wird total super. Da habe ich mich jetzt auch nicht bemüht. Ich brauche jetzt immer wieder eine Pause, ne? Also. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Ghosts and Goblins. Bis dahin, viel Spaß und noch vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann!